Liebe Leute, willkommen bei Tacheles. Ja, wir wissen nicht, wie oft wir die Sendung noch machen können, aus bekannten Gründen, aber Thomas hat gerade ein paar Minuten Zeit. Er ist auf dem Weg von nach dazwischen irgendwo, hat er sich gerade jetzt hingesetzt und kann mit uns über die letzten Ereignisse sprechen. Und deswegen steigen wir jetzt direkt ein, die neueste Ausgabe von Tacheles. Und jetzt liebe Grüße nach Moskau. Diesmal stimmt's sogar, weil du nicht in St. Petersburg sitzt. Hallo Thomas, schönen guten Morgen. Morgen, ja, in Petersburg, ja, bin ich schon länger nicht mehr gewesen. Thomas, du hast ein sehr bewegtes Leben bekommen im Vergleich zu den letzten Jahren, wo du eigentlich regelmäßig aus deiner Bude berichtet hast. Jetzt bist du eigentlich nur noch unterwegs. Du bist gerade jetzt in Moskau und wartest auf die dritte Reise in den Süden. Jetzt wieder mit Auto und Bus und Bahn, also nochmal 2000 Kilometer einfach in diese Richtung. Ja? Ja, 1000 in eine Richtung oder 1500, mal gucken, wo es hingeht, also. Okay. Ja, dann lass uns mal hören, wie es dir geht. Was ist denn so in der letzten Zeit passiert? Wir haben ja auf deiner Seite lesen können, wie du unterwegs bist, aber wie geht's dir denn mit dieser ganzen Nummer? Ja, mir geht es, also das Problem ist, ich habe keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Also das Problem ist ja, wir sind unterwegs und dann muss ich irgendwann noch schreiben und also zwischendurch bin ich dazu übergegangen, dass ich einfach die Nacht durcharbeite und morgens dann im Bus schlafe, immer so 2 stundenweise. Man gewöhnt sich an vieles. Im Augenblick ist ein bisschen mein Tag-Nacht-Rhythmus ist ein bisschen gestört gerade. Sonst geht es mir aber ganz ordentlich. Also es, ja, damit muss man umgehen, was man da sieht. Du bist ein gefragter Mann geworden, also die Auftritte von dir in den Medien sind ja jetzt sehr, sehr zahlreich. Gerade erst gestern Abend warst du in einem russischen Fernsehstudio. Ich habe nur das kleine Video gesehen, das du geschickt hast, so Backstage, wo du gefilmt hast. Ich konnte natürlich die Sendung selber nicht sehen, aus bekannten Gründen. Wie ist das für dich, wenn du plötzlich so im Rampenlicht stehst? Ja gut, das ist, weißt du, dadurch, dass wir jetzt schon ständig die Sendung machen und auch live machen, also Lampenfieber habe ich da nicht. Das war eine ganz nette Geschichte. Das war so eine Sendung, wobei, also das Format ist nicht so meins. Ne? Das war dieses Talkshow-Format, wo man sich auch gerne mal unterbricht, und das haben die Russen auch. Nicht so meins. Also von daher bin ich da 2, 3 Mal zu Wort gekommen, weil ich mich da auch nicht so reindrängen wollte. Aber war ansonsten nett, also waren alle sehr freundlich und das war also so eine Sendung, die irgendwie so ein, ja, fast schon so einen Wohnzimmercharakter hat. Also jetzt mehrere zusammen und dann kannst du zwischendurch aufstehen. Das gibt im Studio direkt einen Kaffeetisch, da kannst du singen zur Kaffeemaschine einen Kaffee machen, dich wieder zurücksetzen während der Live-Sendung. What? Ist irgendwie, ja, doch, ist ein ganz lustiges Format so in der Sache. Also wirklich, die haben extra gesagt, ne, ich kam dahin, ja, das ist ihr Platz, so, da vorne ist die Kaffeemaschine, wenn sie wollen, sie können in der Sendung einen Kaffee holen, das ist hier alles ganz normal. Ungewöhnlich, Also, ja, also. genau, also so ein Wohnzimmerformat irgendwie, aber Ja. sehr nett. Also alles nette Leute, war alles nett, schön. Aber was waren die Themen? Es geht ja nicht um den Kaffee, sondern was war das Ja, Thema, ne? es ging um die Ukraine. Also es ging in 3 Blöcken, ging es einmal um die Frage, wieder, ne, westliche Medienpropaganda. Es ging um die Frage der Besuche. Dazu war ich eingeladen. Da war noch eine andere Frau, die auch in der Gegend war. Da haben wir ein paar Sachen gesagt, wie wir das so erlebt haben vor Ort. Und dann gab es noch einen dritten Teil, wieder irgendwie um Amerika mit ein bisschen Geopolitik. Waren so 3 Blöcke in der Sendung, 1,5 Stunden, jeweils eine halbe Stunde. Was kannst du uns denn erzählen von der Stimmung innerhalb ja, der russischen Bevölkerung, also auch jetzt in den Medien? Was wird hinter den Kulissen gesprochen? Wie ist die Zustimmung zu der Politik, zu dem ganzen Krieg? Wie ist es in Russland gerade? Ja, ist eine gute Frage, weil ich ja, wie gesagt, im Augenblick ein bisschen weg von meinem Freundeskreis bin. Also nach den Umfragen, das, was ich auch grundsätzlich erstmal glaube, ist die Zustimmung von Putin auf fast 80% gewachsen. Und die Zustimmung zu der Militäraktion ist durchaus bei irgendwie 70%. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil sie in Russland eben ja auch erzählen, worum es geht. Das wird ja bei euch verschwiegen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die, die dagegen sind. Ich höre von vielen Leuten, die Verwandtschaft in der Ukraine haben, dass das jetzt noch schlimmer geworden ist, dass da Verwandte, weiß ich was, nicht mehr miteinander reden, die vorher noch vielleicht miteinander geredet haben. Also das ist alles ist nicht schön. Das Problem ist eben, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, das Problem ist, dass man in Russland sagt, okay, das wollten wir nie, aber was ist die Alternative? Ja, also es wird ja im Westen nicht berichtet. Es geht um die Frage der Atomwaffen, die die Amerikaner aufstellen wollten. Es geht um die Frage der Atomwaffen, die Selenskyj angekündigt hat, der Ukraine. Und es geht um die Frage der Biolabore, wo ich auch eine ganze Menge schon wusste, bevor die Russen angefangen haben zu veröffentlichen. Einfach aus der Arbeit an Inside Corona. Das waren 3 Dinge, wo den Russen im Grunde das Messer an den Hals gehalten wurde und wo man jetzt sagen muss, sollten sie es akzeptieren sollen oder nicht? Weil, wenn dann, was ich, wenn dann eine Atombombe in Kharkov steht,
dann kann Russland nicht mehr reingehen. Das heißt, Russland hat die Wahl zu akzeptieren, dass an seiner Grenze 400 Kilometer von Moskau Atombomben aufgestellt werden, oder Russland hat die Wahl, das zu verhindern. So, jetzt kann jeder diskutieren, wie er lustig ist, aber das ist die Situation, in der die russische Regierung sich gesehen hat. Und das verstehen auch die meisten Menschen, die eben sagen, na, also der Krieg ist ja nicht beliebt, aber es ist eben die Frage, welche Alternative gab es? Das ist ein Narrativ, das eben von der, oder eine, wie soll ich sagen, Narrativ ist so ein abgedroschenes Wort mittlerweile. Ja. Also das ist die Verlautbarung der russischen Regierung, dass eben diese Biowaffen und atomare Gefahr dermaßen groß war, dass sie zu keiner anderen, keine andere Möglichkeit mehr hatten. Das höre ich auch so von vielen Analysten hier, und trotzdem schwingt bei fast allen hier mit durch, das rechtfertigt immer noch keinen illegalen Angriffskrieg gegen das Völkerrecht, UNO-Gewaltverbot und so weiter. Man hätte weiter diplomatisch argumentieren müssen, man hätte weiter diplomatisch alles dafür tun müssen. Russland hat sich damit aus dem Kreis der zivilen Nationen, der zivilisierten Nationen verabschiedet und damit natürlich jetzt die Rechtfertigung für sämtliche Maßnahmen, sämtliche Eskalationsstufen und so weiter. Ich gebe jetzt gerade nur weiter, was hier so kolportiert wird. Wie wird auf diese Kritik eingegangen, so nach dem Motto, völkerrechtswidriger Krieg ist immer falsch? Also erstmal die Frage diplomatisch. Russland hat ja 8 Jahre verhandelt. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, der Krieg läuft seit 2014. So, dann haben wir auf Tacheles immer wieder besprochen, seit Mitte Dezember die gegenseitigen Sicherheitsgarantien. Russland hat Mitte Dezember gesagt, wir brauchen gegenseitige Sicherheitsgarantien. Dazu gehört Ukraine nicht in die NATO, dazu gehört in der Ukraine keine ausländischen Militärbasen, vor allem keine Atomwaffen. Dazu gehört auch Rückkehr zur NATO-Russland-Akte und so weiter. Also eigentlich relativ ordentliche Geschichten. Das ist ja die NATO Russland abgebrochen hat, nicht Russland. Und die USA und die NATO haben Russland den Mittelfinger gezeigt. Die wollten ja nicht reden. Ja, also es ist ja nicht so, dass Russland sich versucht hätte. Also die Russen haben auch alle Vorschläge veröffentlicht, haben wir alles besprochen in den Sendungen. Das heißt, Russland jetzt vorzuwerfen, es hätte nicht verhandelt, ist einfach falsch. Russland hat 8 Jahre verhandelt und hat jetzt, wo offensichtlich irgendwie das in der Ukraine sich zugespitzt hat, nochmal gesagt, wir brauchen jetzt Sicherheitsgarantien. Der Westen wusste, wenn er die nicht gibt, dass Russland eingreift. Putin hatte oder Russland hat immer gesagt, seit Dezember, wenn ihr darauf nicht eingeht, auf die gegenseitigen Sicherheitsgarantien, wenn ihr nicht bereit seid, darüber ernsthaft zu reden, dann müssen wir, Zitat, militärtechnisch reagieren. Deutlicher konnte man es nicht sagen. Also der Westen wusste, was kommt, und er ist sehenden Auges reingelaufen. Sie haben Russland vor die Wahl gestellt: akzeptiere eine Atombombe vor deiner Haustür oder verhindere es mit Gewalt. So, jetzt, wie gesagt, kann jeder sagen, eine Atombombe vor der Haustür ist nicht schlimm. Das kann man ja haben, ist nicht so wild. Haben die Amerikaner in der Kuba-Krise anders gesehen und sehen die Russen auch anders. Wie ist es mit der Energiesituation? Also ich gehe jetzt gleich Thema für Thema durch. Du hast nicht viel Zeit, du bist gleich wieder auf dem Sprung. Energiesicherheit. Also sprich, jetzt die aktuellste Situation. Russland hat angekündigt, dass in Zukunft die Bezahlung der Energie Sorten Öl, Gas und so weiter, dass es nur noch in Rubel erfolgen soll. Die G7 hat geantwortet, das könnt ihr vergessen, wir zahlen weiterhin in Euro oder Dollar, so war es abgemacht, alles andere wäre ein Vertragsbruch. Wie wird das von russischer Seite aus gesehen? Ist das jetzt einfach gesetzt? Oder gestern gab es die Meldung, dass Scholz und Putin miteinander telefoniert haben, so wird es auf jeden Fall in Deutschland gemeldet, und dass Deutschland raus ist aus der Nummer, also Deutschland darf weiterhin in Euro zahlen. Aber du hast uns gestern auch noch gemeldet, Moment, das wird in Moskau anders aufgefasst. Was ist da der aktuellste Stand? Das wird in Moskau sehr anders aufgepasst. Warte mal, wo habe ich das? Komisch, dass dann in den deutschen Medien so eine Meldung kommt, ja. Ja, also die Meldung kommt ja von der deutschen Bundesregierung. Also das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass das von den Russen kommt. Ich habe jetzt gerade eben, bevor wir die Sendung gemacht haben, darum war ich 5 Minuten zu spät, ich zeige das mal, genau darüber einen Artikel geschrieben. Und da kannst du jetzt sehen, was der Kreml gesagt hat. Also wir haben die Meldung der deutschen Medien, die sich auf die deutsche Regierung beziehen, und wir haben die Meldung des Kreml. Und das, ne, der Kreml hat also dazu gesagt, zu dem Telefonat von Scholz und Putin: Putin hat den Bundeskanzler über den Inhalt des Beschlusses informiert, die Gaslieferungen, insbesondere nach Deutschland, in russischen Rubeln zu bezahlen. Die Änderung des Abrechnungsverfahrens wird eingeführt, weil die Devisenreserven der russischen Zentralbank von den EU-Mitgliedstaaten völkerrechtswidrig eingefroren worden sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung nicht zu einer Verschlechterung der Vertragsbedingungen für europäische Unternehmen, Importeure von russischem Gas, führen soll. Es wurde vereinbart, dass Experten aus beiden Ländern dieser Frage erörtern werden. Also ich kann in der Kreml-Meldung nicht sehen,
was eure Medien melden. Das heißt, entweder meldet der Kreml hier Blödsinn und sie haben es doch, er hat es doch angeboten und der Kreml sagt es nicht, oder eben Deutschland meldet Blödsinn und Putin hat das nie gesagt. Wir werden es jetzt die nächsten Tage erleben. Ist ja sehr unüberlegt, wenn Deutschland dann eine Meldung rausbringen würde, die im Nachhinein dann sich als falsch herausstellt. Es wird ihnen ja dann auf die Füße fallen. Oder sie wollen jetzt einfach ein bisschen die Leute beruhigen in den nächsten Tagen. Könnte natürlich auch sein. Auf jeden Fall ist es sehr seltsam, ja, dass da so unterschiedliche Ansichten herrschen. Nach so, aber telefoniert haben Telefoniert haben die, also auf jeden die. Fall, ja, das, was ich zitiert habe, ist die Pressemeldung des Kreml über das Telefonat. Okay, nächstes Thema, Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine. Gab es in den letzten Tagen auch eine Meldung, dass es erste vorsichtige Zeichen gibt für eine vielleicht Waffenruhe, wobei das auch noch alles in Anführungszeichen gesetzt worden ist? Weißt du, was da jetzt neuester Stand ist? Ja, fast gar nichts. Also die haben fast nichts erreicht. Das Problem ist, sie haben sich jetzt darauf geeinigt, dass die Ukraine also wohl grundsätzlich dann nicht einen neutralen Status bekommt, nicht in die NATO geht. Das hat Kiew wohl akzeptiert. Aber da gibt es noch ganz viele Sachen, wo sie nicht akzeptieren. Also zum Beispiel, Kiew hat gesagt, er will es aber Sicherheitsgarantien haben vom Westen, also von den Staaten des UNO-Sicherheitsrates, übrigens inklusive Russland, und von zusätzlich Deutschland, Türkei, Israel, Kanada, die sollen alle jetzt irgendwie analog zum NATO-Vertrag der Ukraine Schutz garantieren im Fall eines Angriffs. Da gibt es gleich mehrere Probleme. Problem eins ist, dass Russland gesagt hat, ja, das können wir ja gerne machen, aber dass diese Garantie betrifft nicht Krim und Donbass. Ne? Also das heißt, für Krim und Donbass sollen die Sicherheitsgarantien der westlichen Staaten nicht gelten. Das akzeptiert Kiew nicht, ja, weil die Krim ist ja für Kiew immer noch ukrainisch. Also das heißt, damit ist das erste Problem bei der Absprache. Wir haben das nächste Problem bei der Absprache, dass die Ukraine in der Vergangenheit Absprachen nicht eingehalten hat. Das heißt, dass die Ukraine jetzt sagt, okay, wir schreiben uns in die Verfassung, dass wir nicht mehr in der NATO sind, das können die morgen auch wieder ändern. Also die haben sich ja, ne, die haben ja in ihrer Verfassung schon drin stehen, dass sie keine ausländischen Militärbasen in ihrem Land erlauben. Das steht in der Verfassung der Ukraine. Trotzdem hatten sie Militärbasen mit Tausenden von NATO-Soldaten im Land, unter dem Deckmantel von Ausbildungsmissionen. Nur es waren NATO-Basen. Also die haben auch ihre eigene Verfassung nicht allzu ernst genommen. Das heißt, die Frage ist, die interessante Frage wird sein, wenn sie sich irgendwann auf irgendwas einigen, wie man vor allem Russland davon überzeugt, dass Kiew diesmal sein Wort hält, weil es hat sie seit 2014 nicht gemacht, siehe Minsker Abkommen und so weiter. Aber wie gesagt, erreicht haben sie erstmal noch gar nicht viel. Das Einzige, was dann Russland gesagt hat, als Zeichen des guten Willens, da kommen wir auch wieder zu zwei Interpretationen. Russland hat gesagt, als Zeichen des guten Willens fährt es die militärischen Aktivitäten Zentralukraine, also auch vor Kiew, runter. Wird im Westen so ge gemeldet, als wäre die russische Armee am Ende und Kiew jetzt voll auf dem Vormarsch, die Ukraine und die Russen werden geschlagen. Gibt es auch wieder zwei Meldungen und zwei Meinungen zu. Ne? Also der Westen sagt, die Russen sind kaputt und die Russen sagen, das ist ein Zeichen des guten Willens, dass wir da jetzt ein bisschen die Aktivität runterfahren. Während sie übrigens gleichzeitig die Aktivität in Donbass erhöhen. Also auch da ist vieles unklar. Und hinzu kommt, dass Russland ja ganz klar gesagt hat, die Ukraine muss entmilitarisiert werden und auch entnazifiziert werden. Und davon war noch gar nicht die Rede, weil Kiew bisher bestreitet, überhaupt ein Nazi-Problem zu haben. Also die sind von einer Vereinigung noch ganz, ganz weit entfernt. Das war irgendwie so der erste kleine Schritt, aber wirklich sehr klein. Bringt mich natürlich gleich zu der nächsten Frage. Fortschritt der Kriegshandlungen. Wie du es schon erwähnt hast, im Westen wird mehr oder weniger ja, berichtet, dass Russland hier massiv Probleme hat, Nachschubsorgen, die Moral der Truppen ist am Boden, sehr hohe Verluste, die ganze Kampagne stockt und so weiter. Was ist da dein Kenntnisstand in Bezug auf den Fortschritt der ganzen Kampagne? Da kann ich nur das erzählen, was mir die Soldaten vor Ort erzählt haben. Und ich habe also gesehen, also alle Soldaten, mit denen ich gesprochen habe und auch was ich gesehen habe, vorbeifahren an Militärkonvois, die waren alle gut drauf. Die haben Thomas, gewunken, die Faust hoch. kannst du dein Mikro vielleicht so halten, das klackert immer so, vielleicht, dass du es in die Hand nimmst dann. Okay, alles klar, danke, ja. Also die haben wirklich, die Soldaten haben alle, die ich gesehen habe, die waren alle gut drauf. Wenn eine Kolonne vorbeifährt, ne, die halten die Faust hoch und winken sich zu und so. Also das sieht jetzt nicht irgendwie nach schlechter Moral aus. Also alles, was ich gesehen habe, sah vernünftig aus. Ich war natürlich nicht vorne an der Front, ne, das ist klar, aber ich habe genug Soldaten hinten gesprochen und habe genug Konvois durchfahren sehen. Und die waren also alle, die haben alle gewunken ne, und so weiter. Also kann ich nicht, aus eigenem Erleben kann ich das nicht bestätigen.
Ich kann noch mal wiederholen, was die auch im Donbass zu uns gesagt haben. Und das muss man einfach sehen. Der Unterschied zwischen amerikanischen Kriegen und russischen Kriegen ist, wenn die Amerikaner einen Krieg führen, dann hauen sie die Länder kaputt und was ich, dann hast du am dritten Tag keinen Strom, kein Wasser mehr, nichts. Im Irak haben sie, glaube ich, fast 10 Jahre gebraucht, um überall wieder Strom und Wasser zu haben, nach dem amerikanischen Angriff. Die Russen, du hast in den ganzen ukrainischen Städten noch immer Wasser und Strom. Also die Russen versuchen, zivile Ziele nicht zu beschädigen, egal was eure Medien euch erzählen, sonst werden überall Naja, das die Licht aus. Menschen in Mariupol würden da jetzt wahrscheinlich was anderes sagen. Das werde ich dir erzählen, wenn ich nächste Woche da bin. Das heißt, du fährst nach Mariupol jetzt, oder? Ich fahre morgen Richtung Mariupol, ja. Okay. So, und nach dem, was ich von vor Ort gehört habe, erzählen die Menschen in Mariupol nämlich etwas anderes, als sie bei euch erzählen. Ich habe ja nun einige Leute, die da vor Ort schon mit Flüchtlingen gesprochen haben. Und die Leute erzählen aus Mariupol, zumindest nach dem, was ich bisher gehört habe, dass es das Azov-Regiment ist, das in Mariupol um sich schlägt. Dass die Leute nicht aus der Stadt lässt, dass auf Leute, die fliehen wollen, also die sich evakuieren wollen, dass auf die schießt. Und dass der Artilleriebeschuss auf Mariupol aus der Richtung von Saporischschja kommt. Das ist ukrainisches Gebiet. Während wir die russischen Soldaten erzählen, sie setzen keine schweren Waffen ein, sondern weshalb du siehst, in Mariupol siehst du die Häuser, die stehen noch, aber sie sind oft ausgebrannt. Das haben mir die russischen Soldaten folgendermaßen erklärt. Die Taktik ist, sie gehen mit Panzer und Infanterie vor. Das heißt, die Infanterie macht den Häuserkampf gedeckt vom Panzer. Wenn der Panzer jetzt sieht, dass da, und das ist ja, die verstecken sich in Häusern, die Azov-Leute. Wenn der Panzer also sieht, da ist, ne, eine Wohnung oder ein Balkon, wo ein Azov-Typ steht, dann haut der Panzer da rein. Damit geht das nicht das Haus kaputt, nicht das, ne, weil das Problem ist, unten im Keller des Hauses sind Zivilisten. Wenn sie das Haus kaputt haben würden, würdest du vielleicht schon einen Zivilisten verschütten. So, die hauen mit dem Panzer da rein, das kann auch zu Feuer führen, das brennt dann auch im Zweifelsfall, aber sie wollen die Häuser stehen lassen. Die sind zwar kaputt, aber nicht umgefallen. Du hast in den Häusern überall Zivilisten. Die dürfen nicht raus. Das ist das, was einhellig erzählt wird, dass das Azov-Bataillon schießt auf jeden, der die Stadt verlassen will. Ich bin nächste Woche da, ich werde es mir vor Ort selbst anhören. Es ist schwierig, über diese Themen zu sprechen, wirklich, weil ich weiß, dass das, was wir früher gemacht haben, wir berichten so in unserem, ja, in unserem Wohnzimmer über die ganze Situation in Russland. Du erzählst von Recherchen, die du gemacht hast über Geopolitik international. Und jetzt sitzen wir hier plötzlich mitten im Krieg. Du bist ein Kriegsberichterstatter geworden und die ganze Welt guckt auf diese Themen und natürlich dann auch auf dieses kleine Format, was wir haben, solange wir es überhaupt noch haben dürfen. Ich weiß nicht, wie lange der Kanal oder die Sendung überhaupt noch machbar ist. Ich habe nachher gleich noch ein paar wichtige Fragen, aber ich möchte die wichtigen Themen noch durchgehen, und zwar Thema Kriegsverbrechen. Also zum einen wirft der Westen der russischen Seite vor, massiv Kriegsverbrechen in den ukrainischen Städten zu begehen. Also das, was du erwähnt hast, wird im Westen genau anders erklärt. Russland schießt auf Schulen, auf Krankenhäuser, schießt auf Wohngebiete, tötet wahllos Zivilisten. Ich höre die ganze Zeit, sobald ich das Radio einschalte, eigentlich immer nur Ukraine und böser Putin, böses Kriegsverbrechen. Schwierig da eine Linie zu finden, was jetzt wirklich passiert ist. Wenn du Also es. für mich sehr einfach, weil ich war nun unterwegs, ich war zum Beispiel in Wolnawacha, das ist eine Stadt in Donetsker Gebiet, und da gab es, die war 10 Tage umkämpft, die Stadt, und als die Ukrainer aus der Stadt rausgetrieben waren, das Letzte, was sie gemacht haben bei ihrem Rückzug, sie haben das Krankenhaus mit Panzern zerschossen. So, und das, ich war jetzt, da war ich da. Ich habe mit den Leuten vor Ort gesprochen und die haben mir alle erzählt, sie saßen im Keller. Und es waren die Ukrainer, die auf jeden geschossen haben, der aus der Stadt raus wollte. Die haben wahllos auch auf Häuser geschossen. Und die Leute da vor Ort, in dieser völlig zerschossenen Stadt, haben sich über die Ankunft der Russen gefreut. So, das aus erster Hand. Und das kannst du mir auch nicht, es war auch nicht gestellt. Wir kamen da an, auf dem zentralen Platz, was davon übrig war. Da waren Hunderte von Leuten, die kriegten gerade humanitäre Hilfe. Wir konnten raus, ich kann Russisch, ich konnte sprechen, mit wem ich wollte. Die haben mir alle das Gleiche erzählt. Es war jetzt nicht so, dass sie mir da drei Statisten vor die Tür gepackt haben, die sie gecoacht hatten. Sondern wir sind angekommen, ausgestiegen und da standen hunderte Leute, die gerade ihre Pakete mit, ihre Tüten mit humanitärer Hilfe abgeholt haben. Ich konnte mir aussuchen, mit wem ich rede. So, und bevor ich mit denen reden konnte, mussten wir denen erstmal lang und breit erklären, dass wir nette Leute sind. Weil ihr seid aus dem Westen, da haben die uns angeschrien. Die haben uns angeschrien, warum habt ihr im Westen 8 Jahre nicht berichtet? Ja, warum erzählt ihr nicht von dem, was hier los ist? Da haben wir gesagt, ich bin ja hier, um darüber zu erzählen. Ich bin einer, der die es erzählen. Bis wir denen das erklärt hatten, erst danach wurden die zugänglich. Ja, also das ist, und darum, das aus erster Hand.
Also das heißt jetzt nicht, dass vielleicht woanders was anderes passiert sein kann, aber ich sehe aus erster Hand, und das wird bei euch nicht berichtet, die haben absichtlich, ich habe mit den Ärzten, mit dem Chefarzt gesprochen aus dem Krankenhaus, die haben da operiert, dann haben die Ukrainer beim Rückzug angefangen, das Krankenhaus zu beschießen. Die sind in den Keller gelaufen, da hat eine Frau auf die Treppen ihr Kind gekriegt, bei der Flucht in den Keller. Irre. Ja, und ich stand davor, ich habe das ja auf meiner Seite auch veröffentlicht. Also ich habe mit den Leuten gesprochen vor Ort. So, wird ja bei euch nicht berichtet. Heißt dann, die Berichte, die wir im Westen bekommen, alles Propaganda, alles Übertreibung, alles falsche Darstellungen? Ich will nicht alles sagen, aber ich will zumindest mal sagen, dass das, was ich sehe und was ich vor Ort erlebe, nicht das ist, was ich bei euch finde. Also die Leute in dem anderen Dorf, wo ich jetzt am Sonntag erst war, da haben sie mir im Luganska-Gebiet, da haben sie mir erzählt, das Dorf war 2014 umkämpft, ist dann unter Ukraine gefallen. Und dann haben sie mir erzählt, da war eine alte Frau, die hat geheult. Die hat da gestanden und gesagt, und dann kamen damals ukrainische Soldaten mit einem Maschinengewehr, mit der Kalaschnikow, kamen in ihr Haus und sagten, wir wohnen jetzt hier. Und die haben 8 Jahre sich selbst bei ihr einquartiert, haben sie beschimpft als Russischlampe und so weiter. Und als dann die Russen jetzt kamen, haben die Ukrainer gesagt, wir machen euer Dorf platt. Die haben im Dorf auf alles geschossen. Die Menschen saßen da nur 2 Tage im Keller. Und dann sind die Ukrainer rausgetrieben worden. Auch wieder, ne? Hunderte Leute auf dem Platz, egal wen du fragst, das gleiche Bild. Für uns schwierig, die ganze Propaganda zu durchschauen. Wir sind quasi, wir werden bombardiert, mehr oder weniger mit diesen ganzen Informationen. Viele Menschen gucken ja gar nicht nach alternativen Informationen, weil wir gar nichts mehr kriegen. Ja? Wir haben uns gerade vorhin überlegt, ob du Bilder zeigen kannst aus dem russischen Fernsehen. Wir machen das jetzt nicht, weil wir nicht wissen, ob das dann noch schneller auf uns zurückfällt, wenn du jetzt hier über Bildschirmteilen Dinge zeigst, die in Deutschland sogar schon verboten sind. Also es ist eine total bizarre Situation, dass wir darüber berichten wollen, was du erlebt hast und was auf russischer Seite berichtet wird, aber es hier ja quasi gar nicht mehr möglich ist, über solche Dinge zu berichten. Aber nächstes Thema, Kriegsverbrechen auf der anderen Seite. Seit einigen Tagen machen wirklich bestürzende Videos die Runde. Und zwar geht es darum, dass gefangene ukrainische Soldaten auf diesen Videos zu sehen sein sollen, die brutalst gequält und ermordet werden. Nein, nicht ermordet, nicht ermordet. Also dann halt gestorben sind oder auch verblutet sind teilweise. Ich habe diese Videos zur Kenntnis genommen. Ich habe sie nicht angeschaut, weil ich das nicht ertrage. Ich habe das gelesen, was da drin ist. Das reicht mir. Ich kann es nicht sehen, wenn Menschen gequält werden, auf welcher Seite auch immer. Das tue ich mir nicht an. Es gibt viele, die mir das gesagt haben, was da drin ist. Ich ertrage das nicht. Da bin ich zu, als Mensch zu empfindsam. Aber die Bilder sind dermaßen schrecklich, dass also jeder vorher noch einen Warnhinweis hinpackt, so nach Motto, das dürft ihr euren Kindern auf gar keinen Fall zeigen. Und jetzt kommt jetzt die Frage, wie weit ist die Authentizität dieser Videos bestätigt? Ich habe gerade einen BBC-Artikel gelesen, wo sie versucht haben, die Position zu bestimmen. Wo war das? Ist es authentisch? Welche Lichtverhältnisse? Welche Witterung war das? Ist das echt? Sind es Schauspieler und so weiter und so fort? Erstens, hältst du diese Videos für authentisch? Und zweitens, wie ist die Reaktion auf russischer Seite, wenn man sieht, dass die eigenen Kameraden hier dermaßen gequält werden? Ich halte die Videos nicht für authentisch. Ich weiß, dass sie sind, weil Kiew das bestätigt hat. Kiew hat die Echtheit der Videos bestätigt und hat mitgeteilt, sowas ginge gar nicht und die ukrainische Armee würde keine Leute quälen und so weiter und so fort. Das ginge nicht. Und ganz wichtig, sie hat die ukrainischen Soldaten aufgefordert, sowas nicht mehr ins Netz zu stellen. Eine schöne Aufforderung. Also nicht das nicht mehr zu tun, sondern das nicht mehr zu veröffentlichen. Vor allem nicht ins Netz stellen, ja. Also eigentlich, ne, sagt die Motto, wir machen eine Untersuchung, das ist sowas geht nicht, ist nicht in Ordnung, aber sowas nicht mehr filmen. Also. Und Kiew selbst hat die. Das ist eine Kiewer Verkündung, ja. Hinzu kommt, Russland hat zwei der Täter schon verhaftet. Die haben zwei der Typen gekriegt. Was heißt das? Ja, die werden jetzt in Russland einen netten Prozess kriegen. Die werden mit Sicherheit nicht als Kriegsgefangene behandelt. Also Russland hat ja angekündigt, dass es alle die der Kriegsverbrechen begeht, ne, im Grunde nach einer Art Nürnberger Prozess aburteilen wird. Also die beiden, die sie da gefangen haben, die den russischen Soldaten von hinten in die Knie geschossen haben, die werden wahrscheinlich nicht mehr so bald nach Hause kommen. Also von daher, die Echte ist unbestritten. Und wie haben die russischen Soldaten darauf reagiert? Gibt es jetzt da so nach Motto, wenn wir euch in die Finger kriegen, dann machen wir das Gleiche, wie ihr mit uns gemacht habt?
Also das kann ich nicht sagen. Also als ich von dem Video gehört habe, war ich schon wieder aus dem Donbass raus. Also die Entrüstung in Russland ist groß, aber in Russland geht es eben nicht in die Richtung, wir werden jetzt auch, was ich, ukrainische Soldaten finden, sondern es geht in die Richtung, wir holen uns die Täter. Wir wollen die Täter haben. Ne? Also die Russen sagen, da kommt keiner ungestraft davon, die holen wir uns alle. Ich habe ein Video gesehen von einem russischen Offizier. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich kein Russisch kann, aber die Übersetzung war so nach Mutter an die ukrainischen Soldaten gerichtet. Wir werden uns also nicht auf diese Stufe herabsetzen, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir euch dran kriegen. Das war so der Tenor, der da durchkam, wenn das denn dann stimmt. Yes. Das dürfte echt sein, weil das ist das, was sie verkünden. Also es ist das, was sie sagen. Das gab einen anderen Fall von irgendwelchen Quälereien, ist schon ein paar Tage her. Da hat das russische Verteidigungsministerium in seiner Presseerklärung gesagt, die Leute direkt angesprochen, gesagt, wir wissen, wer ihr seid. Wir haben eure IP-Adressen. Wir kriegen euch, wir kriegen jeden von euch. Also von daher, die Russen gehen eben darauf, wollen die Leute aburteilen. Ob das jetzt, ob vielleicht ein einzelner Soldat dann draußen durchdreht, das kann man alles nicht. Ne? Krieg ist immer hart und wenn jetzt ein Soldat irgendwo durchdreht, dann kann alles passieren, will ich nicht bestreiten. Aber die russische Linie ist, die Leute gehören in den Knast. Ich habe neulich ein Interview mit Dr. Michael Lüders gehört, den kennst du ja auch, dieser Nahost-Experte und Analytiker, der eben gesagt hat, eins der bedauerlichen Dinge in Kriegen ist, dass es zu einer Verrohung kommt. Das wird die Menschen, die Kriegsteilnehmer, die kommen in einen Zustand auf allen Seiten. Krieg ist das Schlimmste, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Und dann sind es eben die blutigen Früchte, die diese Handlungen tragen. Aber will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Etwas Ja gut, anderes. aber darum sage ich, ne, es kann durchaus sein, dass ein einzelner russischer Soldat durchdreht da draußen, irgendwelchen, ne, kann alles passieren, will ich nicht bestreiten. Ich kann nur von der offiziellen russischen Linie reden und von dem, was ich erlebe. Ich hatte vor wenigen Tagen ein Gespräch mit dem Dr. Helmut Röver, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, Historiker, gut sortierter Kopf, wirklich hat viel gesehen und erlebt und kennt sich auch gut aus in der Welt und in den politischen Systemen. Und auf die Frage hin, wo es denn jetzt, wie es denn jetzt weitergeht, hat er gesagt, also der Vorteil, also das Beste wäre jetzt, wenn Russland so schnell wie möglich seine Kampfhandlungen beendet, weil dann ist Russland in der Situation so nach dem Motto, hey, wir machen jetzt keine Kampfhandlungen mehr, sondern wir bewachen und sichern jetzt nur noch, weil dann wäre nämlich, wenn der Westen jetzt weiter agiert, der Westen der Aggressor. Also Russland wäre jetzt eigentlich gut beraten, jetzt so bald wie möglich die Waffen niederzulegen und zu sagen, so, wir haben unser Ziel erreicht. Also es wäre auf die Frage hin, wie kommen wir raus aus dem Schlamassel, hat er das gesagt. Inwieweit ist denn da der Fortschritt für dich erkennbar? Weil die Geländegewinne sind aus erwähnten Gründen aus dem quasi Schutz der Zivilbevölkerung und der Ukraine nicht so groß. Ist denn Russland überhaupt noch in der Lage, dieses Ziel der, wie auch immer, Entmilitarisierung und Entnazifizierung in unmittelbarer Zeit zu gewährleisten? Also das weiß ich nicht. Das wird die Zeit finden. Ich kenne ja keine geheimen Pläne hier. Also ich kann nur eben, wie gesagt, erzählen nochmal. Ne? Also wenn du jetzt guckst auf der Landkarte, im Luganska Gebiet sind sie viel weiter vorgerückt als im Donetsker Gebiet. Das liegt daran, dass im Donetsker Gebiet mehr größere Städte sind. Ja, Lugansk ist ziemlich flaches Land, da kann die Armee vorfahren und Donetsk nicht. Sie versuchen jetzt die Städte einzuschließen. Aber wie gesagt, also auch da sind wieder, ne, Zivilbevölkerung. Donetsk wird immer noch heftig beschossen. Gestern gab es wieder Tote. Ja, also sie haben in Donetsk sind, was war das alles? Was ist da alles runtergekommen? Da ist ein Wohnhaus zerschossen worden. Das kann ich sogar zeigen. Das kann ich zeigen. Ja, und das hier zum Beispiel ist Mittwoch in Donetsk passiert. Da haben sie mit großem Kaliber, mit Artillerie in Wohnhäuser gehauen. Unter anderem deshalb, weil in einer Stadt nicht weit von Donetsk, Avdiivka, die kriegen sie die Nazi-Bataillone immer noch nicht rausgehauen, weil da eben auch wieder, ne, Zivilisten als Schutzschilde benutzt werden von diesen freiwilligen Korps, wie die genannt werden. Und dann kommt so ein Beschuss in Donetsk zustande. Das war am Mittwoch. Und das war nur einer von, es gab also mehrere Beschüsse am Mittwoch. Also nur so am Rande. Das sind die wieder Sachen, die sie euch nicht zeigen. Ne? Wird ja Gründe haben. Das sind Sachen, die erfahrt ihr nicht. Also es ist einfach nervig, diese einseitige Darstellung. Ja, das ist etwas, was wir von Anfang an beobachten natürlich. Aber es gibt natürlich auch massive Vorwürfe, wie man, wie wir auch nur ansatzweise
diese prorussische Seite auch nur darstellen können. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wir unter Feuer kommen, weil wir mit dir diese Sendung machen. Das ist unfassbar, was wir da an Kritik bekommen. Auf der einen Seite gibt es natürlich viele Zuschauer, die äußern Verständnis, weil sie eben das ganze Bild sehen wollen. Und die sehen ja auch durch deine Arbeit die letzten Jahre, dass die russische Sicht durch dich eben transportiert wird. Aber das Ganze ist so emotional geworden und auch politisch motiviert, dass jegliche Art von russischer Darstellung automatisch als Kriegspropaganda abgetan wird. Ja? Und es gibt hier Leute, die haben sich richtig auf dich eingeschossen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Man setzt dann hier wirklich das Messer unter die Brust. Und da muss ich dir auch ein paar kritische Fragen stellen in Bezug auf deine Recherchen. Da ging es zum Beispiel darum, diese Geschichte mit dem Krankenhaus in, wo war das, Mariupol, mit dieser Schauspielerin, mit diesem schwangeren Model und so weiter. Es gibt einen Zuschauer von uns, der hat sich diese Themen wirklich genau angeschaut und der ist jetzt uns gar nicht böse gewillt, sondern er ist langjähriger Zuschauer und hat gesagt, hey, ich muss euch das mal sagen, was da meine Recherche ist. In diesem Fall liegt der Thomas komplett falsch. Diese Analyse von diesem Krankenhaus, das lässt sich einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Die Argumentation, die du da angeführt hast, ich wiederhole jetzt das, was er gesagt hat, sinngemäß. Das ist total falsch gewesen. Bist du immer noch der Meinung, dass der, so wie du das recherchiert hast, dass es das so ist? Oder ist es mittlerweile hast du andere Informationen bekommen über diese Personen, die da beteiligt waren? Ich habe dazu einen zweiten Artikel geschrieben, weil die Diskussion war ja auf den Nachdenkseiten auch sehr stark. Selbst wenn wir annehmen, also ich bin da immer noch nicht überzeugt, aber nehmen wir mal an, die Frau auf der Trage wäre nicht das Model gewesen. Dann bleibt immer noch das gesamte YouTube-Video über, das in meinen Augen komplett gestellt ist. Du siehst, wie die Leute entspannt aus dem Haus rauskommen, auf Russisch fragen, wo soll ich jetzt hingehen? Und in der nächsten Einstellung stehen die da und heulen hysterisch auf dem Hof. Ja, das geht nicht. Entweder sind die hysterisch und fliehen aus dem Gebäude, aber die können nicht ruhig rauskommen. Zwei solche Beispiele gezeichnet. Eine Frau mit einem Kind auf dem Arm, und auch ein kleiner Junge, lassen 12 Jahre alt sein. Ne, die entspannt aus dem Krankenhaus rausgehen und dann im nächsten Augenblick auf dem Hof hysterisch schreien. Also entweder oder. Von daher, du siehst auch im Hintergrund eine Suppenküche. Also die können nicht gefilmt haben direkt nach dem Angriff und dann hast du eine Suppenküche im Hintergrund blubbern. Auf dem zerschossenen Hof. Ja, also das heißt, wie gesagt, Aber die ich bleibe. Person, diese Frau, du sagst, das ist die gleiche, man sieht doch eindeutig, dass das nicht die gleiche Frau ist. Gut, wie gesagt, nehmen wir die eine Frau raus. Dann erklären wir den ganzen Rest in dem Video. Lass mich bei der Frau falsch gelegen haben. Ist okay, kann sein. Der Rest. Nimm das ganze Video, nimm den ganzen Ablauf. Da steht einer draußen, ne, also Mariupol darfst du nicht vergessen. Da wird geschossen und egal jetzt wer, bei euch sagen sie, die Russen schießen auf alles, was sich bewegt. Die Russen sagen, Azov schießt auf alles, was sie bewegt. Tatsache ist, auf den Straßen ist nichts los gewesen zu der Zeit. Die hatten alle Schiss. Die saßen im Keller. Jetzt steht da einer rein zufällig auf der Straße, filmt zufällig in die Richtung, wo die Explosion kommt, rennt dann dahin. Sorry. Ja, das ist zu viel des Guten. Aber du würdest durchaus sagen, es besteht also auch die Möglichkeit, dass du mal falsch liegen kannst. Es muss nicht Ich immer. kann immer mal falsch liegen. Ich mache 1000 Artikel im Jahr und mach 4, 5 Fehler. Das kann sein. Nochmal, die Frau, nagel mich nicht auf die Frau fest. Von mir aus nicht. Von mir ist es die auf der Bahre eine andere Frau. Das ändert aber an all den anderen Ungereimtheiten an dem Video nichts. Es ändert nichts daran. Und da gibt es jetzt genug Diskussionen. Ich habe das gesehen. Ich will das hier nicht ausführlich führen. Geht auf meine Seite. Ich habe dazu nochmal geschrieben, habe mich auch auf die Artikel der Nachdenkseiten berufen, weil da gab es auch einen, der sagt, der Röper liegt falsch. Und da gab es einen anderen, der als Kriminalist sich vorstellt und das Video exzessiv auf mehreren Seiten PDF genau analysiert hat, der sogar noch mehr Unstimmigkeit gefunden hat als ich. Guckt es euch an. Lassen wir das Video jetzt mal da stehen, aber es gab noch eine andere Kritik und zwar ging es darüber, dass eben aus Berichten der UNHCR, des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge, dass du daraus geschlussfolgert hast, dass 75% der Toten aus dem von den Auch Toten da. in Donetsk und Lugansk, dass da eben nirgendwo zu finden wäre, dass 75% der Toten auf Seiten
der abtrünnigen Republiken sind oder Ja, vielmehr. das können wir gleich abhaken. Die Mails kriege ich auch immer wieder. Wenn du willst, suche ich es jetzt raus und zeig's euch. Die Leute lesen nicht genau. Das ist nicht UNHCR. Wir reden von meinem OSZE-Bericht, in dem das drin steht. Ich glaube auf Seite 4. Und ich habe so viele Mails bekommen. Ich habe das per Copy-Paste schicke ich denen immer das Gleiche. Bitte Seite 4 lesen. Hier ist der englische Text, das ist die deutsche Übersetzung. Kommt mal zurück. Oh, stimmt. Also die Leute sollen aufmerksam lesen. Das steht da wirklich drin. Ich habe das verlinkt. Ich glaube auf Seite 4 des Berichtes ist es. Sollen Sie bitte nachlesen. Kurz und bündig. Viele überlesen das. Es steht da drin. Nicht in Prozentzahlen, sondern in Zahlen. Das heißt, die haben dann die Zahlen der Opfer und zeigen das und dann kannst du sehen, das sind 75%. So, steht da drin, bitte Taschenrechner benutzen. Kurz und bündig. Und ja, dieser Zuschauer hat eben genauso argumentiert, dass du solche Dinge gar nicht sehen kannst, sondern dass du, also ich gebe jetzt nur wieder mit den Vorwürfen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, so nach Motto, dass du ein übler Propagandist bist, der Russen, und dass das überhaupt gar nicht geht, dass wir dir eine Plattform geben, und da setzt uns da echt das Messer auf die Brust, so nach Motto, ich werde jetzt hier was veröffentlichen, was euch das Genick brechen wird. Ich will das zwar nicht, aber das wird euch alle treffen, weil das kann gar nicht sein, dass man dir so eine Plattform gibt. Und ich muss dir das nur mal widerspiegeln, was für eine bizarre Situation wir mittlerweile haben. Niemand ist unfehlbar. Und ich kenne dich ja als Zahlen- und Faktenmensch, und auch bei Corona hast du gesagt, hey Leute, wartet erstmal, ich äußere mich erst, wenn ich Daten und Zahlen habe, und ich kenne dich als guten Rechercheur. Aber der Vorwurf, der da eben kommt, so nach Motto, weiß der Thomas überhaupt, dass er sich hier einspannen lässt für die russische Seite, dass er quasi hier ein Narrativ bedient, was total falsch ist und absolut negativ auf ihn zurückfallen könnte? Ist ihm das eigentlich bewusst, weißt du? Das ist der Vorwurf, der dann uns herangetragen wird. Und die Frage, ich kenne dich ja jetzt auch persönlich, ich sehe dich nicht so, aber wie gehst du mit so einem Vorwurf um, dass du dich gemein machst für eine Sache, die per se schlecht ist? Vollkommen entspannt. Also, dass ich russischer Propagandist bin, ist ja nicht neu, das höre ich ja ständig, das ist ja seit 4 Jahren, da muss ich mit leben. Also von daher, das ist mir erstmal wurscht. Weil mich diese Pauschalisierung, die interessiert mich nicht. Also mir soll einer sagen, Thomas, du hast die und die Meldung gebracht, die ist falsch, weil. Ja, da kann ich drüber reden. Ne? Krankenhaus Mariupol, können wir drüber reden, können wir das Video angucken, analysieren, das ist Fakt. Wir können reden über den Bericht von nicht UNHCR, sondern OSZE. Da kann ich sagen, Seite 4 steht es drauf. Nicht als Prozentzahl, sondern Zahl der Gesamt und Zahl auf welcher Seite. Dann kannst du mit dem Taschenrechner relativ schnell feststellen, dass es 74, ich glaube 78% sind. So, alles kein Thema. Da können wir über Fakten reden. Aber Pauschalvorwürfe sind langweilig. Interessieren mich nicht. Sagt mir, wo ich konkret falsch liege, das diskutieren wir. Rüper ist ein Propagandist, ist mir wurscht. Naja, es geht vor allem halt in diese Richtung, dass deine Sicht auf die russische Gesellschaft gefärbt sein soll, dass also Russland von, weißt du, dass Russland von, Interessiert mich auch nicht, das von Leuten zu hören, die in Russland waren. naja, Ja, nicht also. Leute, die nicht in Russland waren, sondern dass es eben viele Menschen gibt, die das russische System auch sehr gut durchdrungen haben und es viele Jahre recherchiert haben. Und da gibt es einige, die sagen, Russland ist alles andere als eine Demokratie, sondern mehr oder weniger eine Diktatur, dass sich immer mehr offenbart so. Ja, das sollen Sie so sehen, ich sehe es anders. Im Übrigen bin ich mit den Worten Demokratie und Diktatur längst sehr vorsichtig. Ich halte ja den Westen nicht für demokratisch. Scheindemokratien in meinen Augen. Also auch wieder so Kampfbegriffe. Lasst uns über konkrete Dinge reden. Ja, nicht darüber, also ich finde es immer toll, in Deutschland war kaum jemand hier in Russland, aber alle erzählen mir, wie es in Russland angeblich vor sich geht. Können kein Russisch, waren nie hier, aber erzählen mir, es ist so, als wenn ich mir anmaßen würde, einem Chinesen zu erzählen, wie es bei ihm zu Hause ist. Die können ja ihre Meinung haben, finde ich gut, und das kommt bei mir nicht an. Ich nochmal, konkret, wo habe ich habe einen Artikel geschrieben, beziehe mich auf die und die Quelle, mache die und die Schlussfolgerung, wo liege ich falsch? Das interessiert mich, konstruktive Kritik. Na, es gibt schon Aber Menschen, das. die lange in Russland gelebt haben und die Sprache auch sehen und dann zu einem ganz anderen Schluss kommen, ja. Ja, das sind, meinst du diese Menschen, die seit über einem Jahr die Diskussion mit mir auf YouTube vermeiden und aus dem Weg gehen, weil wir es immer wieder anbieten und das abgelehnt wird? Scheint nicht so viele Argumente zu haben. Lass uns das außen vor lassen. Ich rede nicht über andere. Wie es andere halten, ist mir wurscht. Aber falls wir von den gleichen Leuten reden, du weißt, dass seit über einem Jahr mein Angebot steht, lass uns öffentlich diskutieren.
Mir geht es darum, dir diesen Vorwurf einmal zu stellen, so nach Motto, bist du dir dessen bewusst, was du da tust? Deine Arbeit ist jetzt unglaublich wichtig geworden. Ja? Du hast es ja selber auch erzählt von deinen Reisen, dass du durch deine Sprachkenntnisse und durch dein langes Leben in Russland eben auch ein sehr gefragter Gesprächspartner bist, auch auf internationaler Seite. Du hast selber übersetzt für teilweise deine Kollegen, die da mit unterwegs waren, wirst quasi jetzt täglich irgendwo in irgendwelchen Medien gezeigt und so weiter. Also deine Arbeit hat sehr große Strahlkraft bekommen, ja, was wirklich krass ist. Das kann ich mir noch gar nicht richtig einordnen. Und deswegen auch die Frage, ob das für dich innerlich, ob du das mit dir allem vereinbaren kannst und ob du dir da, dass du dir sicher bist, dass du auf der richtigen Seite stehst, weißt du? Also ich mache das, womit mein Gewissen sauber ist. Also ich, wie gesagt, nochmal, ich sage nicht, dass diese Geschichte in der Ukraine jetzt in Russland hurra, auch bei mir nicht. Also ne, wie gesagt, ich habe ja auch Leute in der Ukraine, die ich kenne und ich finde das gar nicht witzig, was da passiert. Nur es ist immer die Frage, nochmal, wo ist die Alternative? Wir haben die Sache mit den Biolaboren, da werden wir nochmal eine Sondersendung darüber machen. Ich muss da noch einiges erzählen zu. Das mit den Biolaboren ist keine russische Propaganda. Ich wusste das teilweise vorher, weil, als die angefangen haben mit der Operation, dass es die Labore in der Ukraine gibt und in Georgien gibt, ist kein Geheimnis. Als die Russen das erste Mal angefangen haben, das Wort Bio in den Mund zu nehmen, habe ich meinen Mr. X angerufen und wir haben mal seine Software nochmal ein paar neue Sachen laufen lassen. Und wir haben sofort festgestellt, dass die Biolabore nicht nur existieren. Ich habe die Unterlagen, das Pentagon hat danach wie wild gelöscht. Ja, also das findest du nur noch im Internetarchiv in der Wayback-Maschine. Die Dinger wurden vom Pentagon finanziert. Das konntest du auf der Seite des Pentagon nachlesen. Und gearbeitet haben da mit Geldern vom Pentagon, unter anderem unser Freund Dr. Daschak, der in Wuhan an den Coronaviren rumgebastelt hat. Und woran hat er gearbeitet? Das gibt sogar ein eigenes Bat Project von Dr. Daschak. Der hat auch in Georgien und Ukraine an Ein Fledermaus-Coronaviren gebastelt. Bat-Fledermaus-Projekt. Ja, genau. Ja, BAT. Also, wie gesagt, ich werde jetzt irgendwann nächstes meine letzte Reise machen, wieder nach Petersburg fahren, wieder aus meiner Küche arbeiten. Dann werde ich einen Artikel machen. Wir haben darüber eine Geschichte, also das ist sehr umfangreich. Das heißt, Russland hat sich der Gefahr ausgesetzt, wenn es nichts tut, dass an seiner Grenze amerikanische und/oder ukrainische Atombomben auftauchen und dass aus den Biolaboren etwas entlassen wird. Laut dem, was die Russen haben, und das kann ich, teilweise habe ich das schon gesehen, bevor die Russen es veröffentlicht haben, weil vieles noch in öffentlichen Quellen sichtbar war, wurde in der Ukraine daran geforscht, wie man zum Beispiel Zugvögel mit etwas infizieren kann, die von Ukraine Russland fliegen. Die waren aus der Ukraine infiziert, nach Russland reinjagen. So, diese Forschungen wurden gemacht in der Ukraine mit Geld vom Pentagon. So, soll Russland da jetzt still sitzen? Da kann jetzt einer sagen, ja, selbst ein möglicher Bioangriff auf Russland rechtfertigt nicht sowas. Kann einer sagen. Man kann aber auch jemand sagen, okay, Russland hatte die Chance jetzt einzugreifen oder diese Sachen, die inakzeptabel sind, über sich ergehen zu lassen. So, wird es verschiedene Meinungen geben und der eine sagt, die Propagandist und der andere sagt, der Rüpper hat recht. Soll jeder seine Meinung haben? Ist mir wurscht. Ich bin der Meinung, dass Russland keine andere Wahl hat. Russland stand vor der Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ist inzwischen meine Überzeugung, auch nach meinen Reisen, nach dem, was ich recherchiert habe. Und wenn ich irgendwann demnächst meine Ruhe habe in Petersburg, werde ich das auch noch sehr genau alles darlegen mit nachprüfbaren Quellen. So. Von daher, ja, ich fühle mich mit dem, was ich mache, wohl. Ich mache das, habe ich auch immer gesagt, ich rede mit Was ist jedem. deine Motivation? Viele haben gesagt, du bist ein bezahlter Propagandist. Ja, schön wär's. Kriegst du Geld auf deinen Reisen? Nein. Das Einzige, die Reisekosten werden bezahlt. Also das heißt, Hotel, Zug und so weiter, das wird bezahlt. Du hast jetzt Aber keine sonst. eigenen Ausgaben in Form von Transport und sowas, sondern... Nein, das wird bezahlt. Ich habe schon Aufgaben. Mein Hund ist im Hundehotel. Es kostet jeden Tag Geld. Nein, wir kriegen also kein Geld dafür, dass wir da den Kram machen. Wir kriegen die Reisen bezahlt. Und das ist normal. Das passiert überall auf der Welt. Also wenn ein westlicher Reporter mit der amerikanischen Armee im Irak ist oder wenn die bei den Deutschen in Afghanistan waren, dann hat das auch das Verteidigungsministerium bezahlt. Das ist normal. Du kommst da nämlich mit dem Linienflug gar nicht hin. Ja, also von daher, aber mehr auch nicht. Also keine Bezahlung. Es ist eine verrückte Welt geworden. Ich war vorher schon verrückt, als wir angefangen haben vor 3 Jahren. Da war es schon ziemlich bizarr, was du alles ausgegraben hast, welche Themen wir in so vielen Sendungen besprochen haben. Aber jetzt ist nochmal eine Schippe obendrauf gekommen. Das ganze Corona-Gedöns ist jetzt ein Hintergrundrauschen geworden im Vergleich zu dieser
ja, drohenden Kriegsgefahr, durch diese ganzen wirtschaftlichen Verflechtungen. Ich habe ja den Eindruck, dass das alles, nein, nicht den Eindruck, sondern ich komme zu der Schlussfolgerung, dass dieses ganze Kriegsgeschehen jetzt mit Freuden begrüßt wird von den entscheidenden Kräften im Hintergrund, um von diesen ganzen Verwerfungen bezüglich Corona abzulenken. Man kann es schön auslaufen lassen oder ablenken davon und gleichzeitig den großen Reset, also die wirtschaftliche Transformation, kann man alles dem Herrn Putin ans Bein binden. Insofern scheint es zu laufen für diejenigen, die im Hintergrund da die Fäden ziehen. Das ist auch mein Eindruck, zumal wenn wir mal bitte aus geopolitischer Sicht. Es ist ja nichts Neues, dass im Kalten Krieg gab es Stellvertreterkriege. Ja, die Russen waren nicht unglücklich darüber, dass die Amerikaner sich in Vietnam festgebissen haben und dass es für die Amerikaner Afghanistan. schweineteuer war. Umgekehrt haben die Amerikaner die Russen nach Afghanistan gelockt und da ihnen einen teuren Krieg präsentiert. Wir haben das Gleiche jetzt auch. In Washington knallen die Korken. Sie haben in Washington es hingekriegt, Russland in einen teuren Stellvertreterkrieg zu bringen. Wenn der Westen Frieden wollte, dann würde er sagen, lass uns gemeinsam verhandeln. Okay, scheiß drauf, die Ukraine wird neutral, aber hört auf zu schießen. Dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, ist kein Weltuntergang. Könnte der Westen sagen. Was macht der Westen stattdessen? Der haut Gelder für Milliarden Waffen in die Ukraine, damit die Ukraine nur lange kämpft. Ja? Ein für Russland teurer Stellvertreterkrieg. Das ist jetzt geopolitisch, wenn ein Geschichtsbuch lesen kann, ist nichts Neues. Also die USA haben die Russen in den Stellvertreterkrieg gelockt. Das muss man mal so benennen, weil das ist jetzt kein neues Stilmittel der Politik im Kalten Krieg. Wo du Afghanistan gesagt hast, ist mir gleich ein Name in den Kopf geschossen, natürlich Brzezinski. Und ich habe neulich in einem Interview von Dirk Pohlmann gehört, dass der aktuelle Botschafter von den Polen bei der UNO, glaube ich sogar, dass das der Sohn von Brzezinski ist. Also ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Hast du das gewusst, dass Brzezinskis Sohn irgendwo auch als Botschafter unterwegs ist und natürlich dann das geistige Erbe seines Vaters mit sich trägt? Weil Polen ist ganz scharf am Zündeln. Die wollen ja eigentlich eine 10.000-Mann-Truppe in den Westen der Ukraine schicken, wo sogar Stoltenberg gesagt hat, könnt ihr machen, aber wenn euch auf die Mütze gehaut wird, wir kümmern uns nicht um euch. Das ist dann eure eigene Sache. Also nichts Bündnispakt und Paragraph 5 und so weiter. Ja. Naja, der Brzezinski, der Sohn ist irgendwie, ich weiß nicht, wo er ist. Ob der jetzt Botschafter ist oder ob der bei den Medien irgendwie Kommentator war, ich weiß es nicht. Aber ja, sein Sohn hat schon irgendwas auch Der gemacht. Ich mischt weiß aber nicht mit, mal ja, was. der mischt auf jeden Fall mit. Ja, okay. Ja, also der Aha. ist in jedem Fall im Spiel. Ja, die Polen spielen eine ganz verrückte Rolle, das ist bekannt. Ja, es ist, wie gesagt, also man muss es wirklich geopolitisch sehen. Das ist das, was ich auch, ich habe jetzt mehrere Interviews hier in Russland auch gegeben. Die mögen mich ja, weil ich Russisch kann. Und ich sage es immer wieder, also Geopolitik darfst du nicht mit Emotionen angucken. Das ist wie ein Schachspiel. Wenn du beim Schachspiel es hinbekommst, einen Bauer für einen Läufer und einen Springer zu tauschen, freust du dich und opferst den Bauern. Und das ist dir ist der Bauer auch nicht schade. Und auf dem geopolitischen Spielbrett ist die Ukraine genau dieser Bauer, der gerade teuer geopfert wird. Den haben sie Russland so hingestellt, dass er Russland ein böses Schach bieten kann. Russland muss ihn abräumen und wahrscheinlich zwei große Figuren opfern. Das ist leider so, so zynisch ist Geopolitik. Und dass dabei Tausende von Menschen sterben, hat auch im Irak keinen gestört und in Syrien keinen gestört und in Vietnam keinen gestört. Das gehört dazu. Das ist Geopolitik. So eklig und zynisch ist die. Und wenn man das von der Seite sieht, wird es sehr viel verständlicher. Denn siehst du, die Ukraine ist eine Spielfigur, die sie gerade sehr teuer abgeben. Also ist Russland doch auch Teil dieser großen globalen Mächte, die hier mitspielen im Hintergrund, ja. Ja, Russland ist der Player auf der anderen Seite. Die USA haben die Ukraine so hingestellt, dass Russland reagieren musste. Das ist, wie gesagt, ich bin da inzwischen von überzeugt. Wer es anders sieht, sagt, Russland soll Atomwaffen von Moskau akzeptieren. Fanden die USA auf Kuba nicht so lustig. Ne, aber das war die Alternative. Und jetzt kann jeder sagen, ob er meint, dass es besser wäre, Atomwaffen vor der Tür zu haben oder eben das zu verhindern. Die Russen waren der Meinung, es wäre besser, das zu verhindern. Ich fände es toll, wenn gar keine Atomwaffen irgendwo rumstehen würden, aber das ist eine Das naive war der Vorstellung, russische ja. Vorschlag. Sorry, Ja. das haben die Russen vorgeschlagen. Europa als atomwaffenfreie Zone. Das war einer der Vorschläge im Dezember. Die haben gesagt, unsere Atomwaffen ziehen wir aus Europa hinter den Ural zurück und die amerikanischen gehen auch raus. Wollten die Amis nicht. Wurde nicht angenommen. Nee, wurde komplett zurückgewiesen. Also, das haben die Russen ja vorgeschlagen. Es war einer der Vorschläge bei den gegenseitigen Sicherheitsgarantien. Was wir feststellen müssen, ist, dass die Zerrissenheit in den Gesellschaften noch größer geworden ist. Das war vorher schon schlimm durch Corona. Jetzt ist es noch schlimmer geworden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es hinführt. Der ganze Wirtschaftskrieg, die ganze Energiesituation. Ich weiß auch nicht, was in 2 Wochen sein wird, weil
wie da so viel passieren wird. Thomas, du musst jetzt los. Wir hatten nur ein kurzes Zeitfenster. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und Erfolg bei deiner Reise, dass du wirklich gesund zurückkommst und uns dann da berichten kannst, was viele Leute hoffen, dass du uns berichten kannst. Oder falsch gesagt, viele Leute warten auf deine Berichte, um eben ein authentisches Bild zu bekommen von dem, was wir nicht erzählt bekommen. Habe ich es jetzt richtig ausgedrückt? Fällt mir gerade schwer. Ich bin emotional. Ich denke schon irgendwie, ja. Also es ist, wie gesagt, diese Fahrten sind extrem anstrengend, aber auch extrem beeindruckend. Also wenn du so durch Städte wie Guanajuato fährst, wo kein Stein mehr aufeinander steht, das ist schon fies. Oder wenn du da plötzlich durch die Gegend fährst und plötzlich siehst du auf dem Feld so eine Leiche liegen vom Soldaten, das ist auch nicht schön. Verändert dich das, die ganzen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast und Nee, also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist wahrscheinlich auch noch zu früh, das zu sagen. Es sind Sachen, ich versuche das nicht an mich ranzulassen. Also, man sieht das, man filmt das und guckt sich es auf dem Handy an. Wenn man es filmt, man will es auch so genau nicht sehen. Also, das sind so Sachen. Also, was mich verändert, sind eigentlich weniger die kaputten Häuser, sondern mehr so die so einzelne Eindrücke. Wenn da jetzt so einzelne Leute, die mit mir sprechen, was die mir erzählt haben, ne? Und das sind so Sachen, die dann, die eher kommen. Also eher die Gespräche als die Bilder. In diesem Sinn, gute Reise dir, auf dass du bald wieder mit deinem Lebenspartner, mit deinem Marco vereint wirst, dass dem geht's ja gut. Ich kriege ja auch Bilder von dir, dem geht's wirklich gut. Der ist da in seinem tollen Hundehotel, aber trotzdem wäre es schöner, wenn er wieder in St. Petersburg mit dir Gassi gehen kann. Ja, das haben sie mir auch im Hundehotel erzählt. So langsam, aber sicher wird er nervös. Also er will anscheinend auch jetzt weg. Also inzwischen merken sie, dass er nervös wird. So 2 Wochen war gut, aber jetzt anscheinend ist es ihm zu viel. Also ich muss mal sehen, dass er nach Hause kommt. Okay, mach das mal. Und wir Eine hören. Woche noch und dann habe ich es hinter mir hoffentlich. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder in St. Petersburg. Viel Glück auf deinen Reisen. Das war's für heute. Liebe Zuschauer, das war Tacheles, die x-te Ausgabe. Ich weiß gar nicht die Nummer. Und ich hoffe, dass wir nochmal eine machen können. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.